Willkommen zurück zu Grim Fandango. Wir sind jetzt in, ich glaube, in der Stadt angekommen. Glottis hat uns da hingeführt mit seinem Supermobil. Oh, wir können auch nach rechts. Gucken wir erstmal nach rechts. Vielleicht haben wir eine schöne Aussicht. Ups. Das stimmt wohl. Oh, wie nett ist der denn? Dumm, dumm. Coole Musik. Du musst aufpassen, wo du hintrittst, Fremder. Ubakaba ist nicht mehr das beschauliche Hafenstädtchen von einst. Eieieiei, sieht aus, als wäre ein neues Gefährt in der Stadt. Entschuldige, ich muss mir das mal ansehen. Ja, dann guck mal. Ach, den Glottis meinst du? Ich dachte, mit uns. Oh nein, es ist auch. Oh, ist zu kalt, Mandy? Was passiert, wenn wir nochmal dahin gehen? Ich warte lieber, bis sich der Nebel lichtet, bevor ich nochmal die Stadt besichtige. Schade. Hier, der scheint sich prächtig zu unterhalten mit Mandy, wa? Nun, eigentlich ist es fast ein Serienmodell mit ein paar kleineren Veränderungen hier und da. Höre ich da einen Turbo oder ist das was anderes? Die zwei sind ja schon dicke Freunde anscheinend hier, ne? Sieht aus wie ein Captain oder ein Seemann oder irgendwie sowas. So eine Jacke wollte ich schon immer mal haben. Na, ich glaube, da haben wir keine Chance hier, ne? Wissen Sie, da war dieses hohe, schrille Kreischen. Es tat richtig in den Ohren weh. Und ich habe gesucht und gesucht, aber ich konnte nichts finden, bis wir hier angekommen sind. Und? War es vielleicht der Keilriemen? Nein, es war Manny, der auf dem Rücksitz kreischte wie eine Katze, die man an eine Cruise Missile gefesselt hat. Das war ein guter. Hola! Hey Manny, Hafenmeister Velasco sagt, er weiß, wo wir die Knochenschleuder eine Zeit lang unterstellen können. Oh ja, wir können das Schätzchen doch nicht im Nebel stehen lassen, sonst zerfrisst es euch noch den ganzen Chrom. Chromfraß? Hast du das gehört, Manny? Wollt ihr Jungs eine Weile in Rubakawa vor Anker gehen? Ja, würde ich sagen. Wir suchen nach einer Frau namens Mercedes Colomar. Mit Namen habe ich nicht so. Hatte sie irgendwelche besonderen Merkmale oder Tätowierungen? Sie hat mir zumindest keine gezeigt. Tja, wie ich schon sagte, mit Namen komme ich so gut klar wie ihr mit dem Nebel. Oh, was für eine dreckige Lache. Wahrscheinlich 20 Packungen Zigaretten. Notwendig. Ja. Ich würde sagen, wir quasseln noch mal ein bisschen mit dem Captain. Dann vielleicht mit Glottis und schauen wir uns mal die Stadt da oben an. Wie finden Sie sich nur bei all dem Nebel zurecht? Oh, wer so lange wie ich auf den Docks herumwandert, Fremder. Man orientiert sich am Duft der See, am Klang des einsamen Nebelhorns, am eisigen Hauch der kalten, salzigen Brise. Wow, Manny, bekomme ich auch so eine Augenklappe? Darf ich fragen, was unter der Augenklappe ist? Ich meine, ein Auge kann's ja nicht sein. Oh, naja, ich hatte schon zu Lebzeiten eine Augenklappe. Und diese ist gegen die Phantomschmerzen. Naja, die Augenhöhle hat gejault wie ein Höllenhund, sobald der Passatwind durchpfiff. Also habe ich's gestopft. Ich will nichts weiter wissen. Ja, ich denke, wir sollten hier auch mal eine Weile bleiben in Rubaka. Nee, Rubakawa. Vielleicht bleibe ich eine Weile hier. Gibt es hier Arbeit? Oh, an den Docks gibt's eine Menge Arbeit, aber die wird nur an Gewerkschafter vergeben. Und irgendwie scheinst du nicht in diese Gewerkschaft zu passen. Hey Manny, wir waren gerade mitten im Gespräch. Ja, schon gut. Und dabei soll es auch bleiben. Ich will dir ja nicht unbedingt stören. So, ja. Da gehen wir nicht mehr rein, also würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Hat ein bisschen Ähnlichkeiten mit irgendeiner Star Wars Stadt. So hier überall Wolken, Nebel, die Weite, das kann auch ein x-beliebiger Planet sein, nicht bewohnt und da so eine karge, leblose Stadt eigentlich. Es fehlt nur noch hier der Betreuungsempfang oder die Begrüßung. Ah, oh, das darf natürlich nicht fehlen. Senf und Ketchup und ein bisschen
Was ist da noch drauf? Salz und Pfeffer? Ich kann es nicht erkennen. Olivenöl, Essig? Wie auch immer. Hot Dishes. Yeah. Ja, also so ein Senf- und Ketchup-Döschen könnte ich mir eigentlich auch schon mal mitnehmen. Jetzt machen wir nochmal meine Lieblingstaste. Die Originaltaste. Und die neu gemasterte. Ja, man sieht schon einen Unterschied, ne? Würde ich sagen. Ein schönes Mosaikboden oder Teppich oder was immer das ist. Ich vermute, das sind so kleine Steinchen oder so. Der Kerl kommt mir bekannt vor. Ach ja, tatsächlich, das ist doch der, den wir dem Spazierstock verkauft haben. Mr. Flores, ich bin jetzt soweit. Manny Calavera, bist du das? Warst du nicht mal größer? Nee. Ich suche eine Frau namens Mercedes Colomar. Hier ist niemand durchgekommen, der so heißt. Das kannst du mir glauben. Ich suche nämlich auch nach jemandem und darum beobachte ich das Kommen und Gehen hier sehr genau. Na gut, aber ich habe ja meine eigene Suche sozusagen. Nach wem suchst du? Nun, wenn du es unbedingt wissen willst, nach meiner Frau. Ich habe erfahren, dass sie nicht lange nach mir verstorben ist und wie ich zu Fuß durch das Totenreich gehen musste. Man sagt, dass alle verlorenen Seelen nach Rubakava kommen. Also kam ich hierher, um auf sie zu warten. Ach, das ist aber sehr nett. Woher weißt du, dass deine Frau nicht vor dir hier gewesen ist? Oh, Manny. Wenn sie als Erste hier angekommen wäre, dann hätte sie bestimmt auf mich gewartet. Ja, aber vielleicht hat sie ein anderes Paket bekommen. Das weiß man ja nicht. Beim Zug oder mit dem Auto oder wie auch immer. Du hast ja den Spazierstock, den ich übrigens ganz gerne mal wieder hätte. Ich bin hier, um den Spazierstock zurückzufordern. Ich habe ihn im Wald auf dem Schädel einer schrecklichen Kreatur zertrümmert. Ja. Du musst sie sehr lieben, Celso. Ja, das ist wahr. Abgesehen davon hat sie noch all mein Geld. Aha. Aha, bei Geld hört die Freundschaft aus. Auf. Ich werde dir helfen, deine Frau zu finden. Wie sieht sie aus? Oh, hier. Das habe ich von der DOD. Ich habe Handzettel davon gemacht. Ist sie nicht toll? Mit Haut muss sie wunderschön gewesen sein. Waren wir das nicht alle? Nun, weißt du, wo ich hier eine Bleibe finden kann? Was willst du denn anlegen? So zwischen nichts und gar nichts. Dann wird es Zeit, sich Gedanken über einen Job zu machen, junger Mann. Kannst du mir einen Job verschaffen? Was kannst du denn? Verkaufen. Tja, damit qualifizierst du dich für eine ganz besondere Position. Aber wir haben leider nur einen Wischmopp. Tut mir leid, Manuel. Ich muss mich auf die ersten Kunden vorbereiten. Okay, ich lass dich wissen, wenn ich deine Frau sehe. Sie wird diejenige sein, die nach ihrem geliebten Celso fragt. Tja, das wollen wir mal hoffen, dass du nicht hier alleine bist. Was das? Eben? Bist du sicher, dass ich nicht im Hinterzimmer schlafen kann? Da ist nur Platz für einen. Na gut. Tja. Und was ist mit dem Speicher? Das ist das Büro des Chefs. Da kannst du schlafen, wenn du der Boss bist. Ja, das könnte bald passieren. Ich könnte hier auf der Theke schlafen. Auch wenn unsere Gäste tot sind, Manny. Wir achten hier immer noch auf Hygiene. Oh, das ist ganz schön frech, muss ich sagen, ne, Kollege. Ich könnte mich in der Küche unter die Spüle legen. Wenn du willst, dass dir die Ratten, während du schläfst, die Zehen klauen. Ich dachte, die knabbern da dran. Hör mal, ich brauche einen Job und eine Unterkunft. Wie gesagt, du kannst meinen Job haben, wenn meine Frau endlich hier ist. Hör mal, ich brauche einen Job und eine Unterkunft. Das hatten wir jetzt. Können wir hier irgendwo... Ah, Tässchen Kaffee? Vielleicht sollte ich eine Anzeige aufgeben. Ich hab's versucht. Glaub mir, da melden sich bloß die falschen Frauen. Er meint eigentlich eher einen Job. Schnapp's dir. Vielleicht sollte ich eine Anzeige aufgeben. Vielleicht sollte ich eine Anzeige aufgeben. Ich hab's versucht. Ja. Da melden sich bloß die falschen Frauen. Gut, das geht nicht. Einen Wischmopp können wir auch nicht. Ach, jetzt geht's auf einmal. Komisch.
Ich hasse es, wenn Senfspender so verkrustet sind. Kann sie abknabbern. Wir haben schon genug Ketchup und Senftütchen im Handschuhfach unserer Knochenschleuder. Ganz zu schweigen von Sojasauce. Ich brauche wirklich nichts mehr. Mhm. Sojasauce, so, so. Tja. Aber irgendwie, wir haben auch, glaube ich, nichts mit für den, ne? Sense. Das Bild. Das ist Celsos Frau. Ich glaube, Haut würde bei ihr auch nichts helfen. Das war jetzt ja schon mal ziemlich unter der Gürtellinie. Nur die zwei Sachen haben wir. Ich habe sie doch gerade erst bekommen. Ja, das stimmt. So. Tja, das war's eigentlich schon hier, ne? Vielleicht fragen wir mal den Seemann da unten. Weil der hat's ja nicht so mit Namen, aber eventuell kennt er die Dame auf dem Foto. Foto. Wo ist das Foto? Espanol. Auswählen und dem Captain geben. Geht es einfach mit Enter? Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Oh, wenn das die Frau ist, die du suchst, dann habe ich einen Rat für dich. Vergiss die Kleine. Sie ist hier vor 2 Wochen in einer hübschen Doppelkabine abgedampft und sie war nicht allein. Oh, oh. Woher wissen Sie denn, dass sie fort ist? Ich kann das nicht glauben. Tja, Junior. Sieh der Wahrheit ins Auge. Da schau in mein Hafenbuch, wenn du es schwarz auf weiß haben willst. Vor 6 Wochen, an einem Dienstag. 2 Tickets im Voraus bezahlt. Ich selbst hab den Shampoos am Bug zerschellen lassen. Hey Manny, wir waren gerade mitten im Gespräch. Ja, ja, schon gut. Hör mal, Söhnchen, ich weiß, wie du dich fühlst. Auch ich hab mal eine ganz besondere Lady verloren. Ich winkte ihr ein letztes Mal zu, als sie aus dem Hafen fuhr. Und ich sah sie nie wieder. Und wie war ihr Name? S.S. La Mancha war ihr Name. Aber ich möchte nicht weiter über sie reden. Es tut zu weh. Ja, das tut mir sehr leid. Und das war jetzt keine Frau. Das muss wohl ein Schiff gewesen sein. Ja, das ist aber übel, ne? Die Frau ist schon weg. Tja. Mein Schnupfen ist leider immer noch nicht weg. Deswegen muss ich leider ab und zu mal schniefen. Das tut mir sehr leid. Tja. Die schlechte Nachricht müssen wir jetzt überbringen. Aber er kann natürlich auch ein bisschen laufen, ne? Man muss ja nicht alles im Schneckentempo machen. Hör mal, ich brauche einen Job und eine Unterkunft. Wie gesagt, du kannst meinen Job haben, wenn meine Frau endlich hier ist. Die kommt nicht mehr. Hör mal, wie wenn... Ja. Haben wir irgendwas? Das ist das Hafenbuch, ne? Was der Captain uns eben gezeigt hat. Untersuchen. In Velascos Logbuch steht, dass Celsos Frau was mit einem anderen hatte. Was? Warum machen die sowas? Celso, deine Frau ist vor 2 Monaten mit einem anderen Kerl abgereist. Steht alles hier drin. Oh, Manny. Gibt es in der Natur etwas Verlässlicheres als die Untreue der Frauen? Vergiss sie einfach, Celso. Hast du denn deine vergessen? Ich reise ihr nach. Übernimm du meinen Job hier. Dieser Mob hier lässt dich wenigstens nicht im Stich. Der Kompass im Stiel wird auch recht nützlich sein. Ach je, was denn jetzt? Das ist ein komisches Restaurant, ne? Wo ist denn die Küche? Ach ja, da da li di 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 di. Was steht da? A mad? Oh, konnte ich gar nicht lesen. Das ging zu schnell. Was ist das denn für ein komisches Gebäude? 1 year later. 1 Jahr später. Das heißt, sind wir jetzt also im 2. Jahr. Wow. Calavera, was? Was hat der denn gemacht? Krass. Runter? Da ist jemand, der dich sprechen will. Du weißt doch, dass ich nicht mit den Gästen trinke. Nun,
Und mit diesem wirst du bestimmt was trinken wollen. Hört sich nach deinem Typ an. Nun, es sieht nach einer ruhigen Nacht im guten alten Rubakawa aus. Das ist voll krass, ey. Was hat der denn aus dieser Bude hier gemacht? Mit einem Wischmopp und ein bisschen Arbeit? Nicht schlecht. Hier können wir reingehen? Können wir eigentlich rumgehen? Ich übernehme nochmal gerade die Steuerung, also die Tastatursteuerung. Boah, die nervt mich ja voll, ey. Nee, das geht gar nicht. Oh, der kommt von oben wieder. Ah, das ist eine schöne Aussicht, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr gut.